So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Ich muss gestehen, ich habe mir den letzten Part von Kotu bereits angesehen und ich muss hier erstmal etwas nachholen, was er vergessen hat. Das wäre hier nämlich so ganz minimal wichtig. Nämlich müssen wir hier noch in die Ruinen. Was war das hier? Ah ne, da ging es zu diesem Item. Das würde ich aber gerne auch noch holen. Moment, das war da. Ah, nee, jetzt habe ich es wieder verpasst. Nee. Okay. Muss ich es mir merken. Am letzten muss ich runterspringen. Und hier, dann komme ich hier in das Item ran. Ein AP Plus. Ui, das ist doch nett. Okay. So. Jetzt hier, hier, hier. Und dann ab in die Ruinen. Yep. Hier gibt's nix. Was steht hier? Ah, oben rechts. Okay. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Das sind die Reihenfolge, in welchen Weg man hier gehen muss. Hier haben wir auf jeden Fall einen Feuerstein. Ich gehe sowieso alle Wege ab. Aber ich schaue nochmal, welcher der nächste ist. Unten links ist der nächste. Okay. Der kämpft nicht. Hier ist nix. Unten links geht's weiter. Das ist hier. Das heißt, wir schauen erstmal nach unten rechts, ob hier noch was ist. Nö, hier ist nix. So, du bist aber kämpfen, oder? Uralte Ruinen voller Inkognito, das muss doch eine Bedeutung geben. Allerdings weiß ich nicht welche und das macht mich zusehends unleidlicher. Ach ja. Ruinenmania Kroll mit einem Kleinstein. Oh, wir haben einen. Ach ja, Neo ist ja immer noch verbrannt. Gut. Kleinstein kriegt aber trotzdem kaputt. Sowieso speziell an, dass die Verbrennung doch zumindest nichts abzieht. Ist jetzt noch ein Kleinstein ein? Ja, dann möchte ich das Pokémon wechseln. Das kann nämlich Wendigo jetzt sehr schön machen. Ich möchte. Kupan kann es auch machen mit seinem Tempo-Hieb. Sollten wir das allerdings auch, wenn wir auf eine relativ starke Def hauen. Ja, mit einer Doppelschwäche, wenn wir da hauen, sollte das trotzdem reichen. So, der kriegt seine vollen Erfahrungspunkte. Okay, ein Bronzel lasse ich ihn jetzt nicht drin. Das ist was für Wuppan. Flammenrad, Bronzel sind beiden Verteidigungswerten stark. Ich glaube sogar gleich stark. Bin mir da nicht sicher. Der kann Sondersensor. Gefällt mir jetzt gar nicht, auch wenn Bronzel so gut wie gar keinen Spezialangriff hat. Also ja, irgendwo noch mein Glück ist, sonst hätte mir das ein bisschen mehr abgezogen. Kleiner Fun Fact, wenn man sich die Inkognitos in dieser Höhle ein bisschen genauer ansieht, dann merkt man, dass die ganz bestimmte Buchstaben haben.
Und zwar auf der in der ersten Ebene sind es Incognito F. Dann in der zweiten ist man auf R, dann E, U, N und D. Auf jeden Fall gibt es das Wort Freund. Jetzt möchte ich aber, bevor ich hier noch weiter schaue, weil hier ging es ja offensichtlich weiter, möchte ich die anderen zwei Wege hier noch abklappern, ob da noch Items versteckt sind. Ich könnte ein Itemradar benutzen, aber bis ich den benutzt habe, habe ich dreimal nachgeschaut, ob da einer dran ist. So. Kommen hier allerdings jetzt gerade keine Inkognitos. So, ach, ging es hier auch schon wieder weiter. Moment, ich würde aber gerne noch die anderen zwei Wege abchecken. Hier ist nichts. Hier haben wir den Donnerstein. Okay, so. Dann hier weiter. Und ich glaube, das hier war der richtige Weg, oder? Oder? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Der letzte ging auf jeden Fall nach unten. Dann schauen wir mal hier zuerst nach. Hier haben wir auch nichts mehr. Müsste es eigentlich hier sein. Genau. Und hier haben wir jetzt dann die Incognito D. In der englischen Version haben sie das dann übrigens auch dementsprechend so gesetzt, dass das dann F-R-I-E-N-D, also. Okay. Freundschaft. Alles Leben. B. Was steht da? B. Moment, entweder ich habe jetzt einen Buchstaben falsch oder es gibt keinen Sinn. Alles Leben. Das letzte Wort heißt auf jeden Fall anderes, aber das. Also, das hier ist ein B, das ist ein E und das ist ein R, wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall nochmal ein E, das hier ist ein H, das ist ein R und ein T. Aber dann gibt das keinen Sinn. Na, ist jetzt auch egal. Leben um etwas Neues und Lebendiges, Lebendiges, zu Gott, was ist denn das? Erschaffen heißt das. Ah, okay. Die Kognito-Schrift ist ein bisschen kompliziert manchmal zu lesen. Wir haben auf jeden Fall die VM5 auflockern. Die müssen wir jetzt auch noch jemandem beibringen. Ich glaube, da fange ich mir dann einfach mal gleich einen Staravia vorne. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das offscreen machen soll oder nicht. Eh kein dauerhaftes Teammitglied werden. So. Hier haben wir noch die Hirntafel für die Psychoattacken. Zwei Wesen von Zeit und Raum wurden aus dem ursprünglichen geboren. Und den Schrägrauch, der verstärkt, glaube ich, ebenfalls Psychoattacken. So, dann schauen wir mal, ob ich mir den Weg gemerkt habe, von wo ich überall gekommen bin. Ich glaube es nämlich nicht, dass ich da jetzt perfekt rauskomme. Aber ich meine, wir sind von hier, dann von hier. Dann sind wir, glaube ich, von hier gekommen, oder? Yep, dann von hier. Da sind wir von hier gekommen. Hey, doch auf Anhieb. Ich bin erstaunt von mir selbst.
So. Dann einmal kurz ab ins Pokémon Center. Ja, ich mache hier mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Ich werde mir mal schnell ein Staravia fangen. Ich brauche jemanden, dem ich Auflockern beibringen kann. Kann von unserem Team nämlich, soweit ich weiß, niemand. Also, wir sehen uns gleich wieder hier. So, da bin ich wieder. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein kleines Staravia gefangen. Hab sie Fiona genannt, weil es ein Weibchen war. An dieser Stelle Grüße an Fio. Ja, ich habe ihr schon Auflockern beigebracht. Jetzt machen wir diesen kleine Türmchen da in Route 209. Ja, hier war das Fahrrad. Ich vergesse ständig, wo ich meinen Y-Knopf hingelegt habe. So. Ich glaube mal, die Trainer hier haben wir noch nicht besiegt. Oh, Chris darf mal hier nach vorne. Der entwickelt sich ja eh bald. Haben wir dann bald ein voll entwickeltes Pokémon in unserem Team. Wobei, das haben wir ja eh schon. Ist ja unser Bendigo bereits. Chris ist momentan das einzige Pokémon im Team, das von mir kommt. Na gut, von mir kommen momentan auch noch die beiden VM-Opfer, aber gut, es kommt halt davon, wenn man sich zwei Pokémon für sein Team aussucht, die erst relativ spät erhaltbar sind. Schmerbe, das war, glaube ich, sogar Wasserboden. Das ist doch ein super Pokémon, um von Windu platt gemacht zu werden. Das kriegen wir hier nämlich super schön mit der Kugelsaat weg. One-Hit. Das mit einer 10er-Attacke. Ein Plauderguy. Ja. Das ist wieder was für Chris. Plauderguy ist so ein tolles Pokémon. Speziell seit Generation 6, wo es einen Überschallknall bekommen hat. Aber dass ich Plauderguy mag, sollte sowieso bekannt sein. Wer einmal in meine Lexikon-Videos gesehen hat, muss nur einmal das Intro angesehen haben. Bendigo kriegt mal wieder plus 4 Verteidigung. Oha. Ja gut, mit Death plus Wesen auf einem Fulipurba, das ist eine Menge. So, ab hier haben wir Nebel. Da würde ich jetzt ab hier gerne auflockern. So. Ich mag die Encounter-Musik aus diesem Spiel so gerne. Darauf Bold Igor, du hast ein Pi. Ich wusste es. Irgendwie der größte Witz hier, dass die Typen, die am härtesten aussehen, die niedlichsten Pokémon haben. So, Pi ist weg. Es gibt leider sehr wenig Erfahrungspunkte. Aber dafür ein bisschen Kleingeld. Und hier haben wir einen Beleber. Ein gutes Pokémon. Nein, Nibulak? Ja, natürlich. Was noch sonst? So. Na dann, komm mal her, du. Ich kann es nicht erklären. Hier zu sein zwingt mich regelrecht zum Kampf. Na, wie außerordentlich unerklärlich. Pokémon-Fan Wendelin mit einem
Pichu. Wieso muss es ein Pichu sein? Zum einen ist es eigentlich viel zu süß, als dass ich es kaputt hauen wollen würde. Zum anderen, ja, die Statik. Elektro-Pokémon können ja hier noch paralysiert werden. Ein Pikachu kommt. Ja. Komm, was machen wir jetzt mit Wendigo? Der sollte da eigentlich auch relativ wenig Probleme mit haben. Oha, mit Herzchen, wie süß. Ruckzuckheben. Das wird nicht wirklich viel abziehen. Pikachu in der Defensive ist okay, wenn er eine Beere hat. Sogar eine Zitrobeere. Jetzt braucht man 5 Treffer mindestens, dass der K.O. geht. Ja, gut. Dann halt ein zweites Mal. Macht er jetzt keinen Ruckzuck, dann ist er jetzt schneller. Ein Pichu, bleib mal drin. Du machst beim zweiten Volltreffer. War das überhaupt einer? Oh, gar nicht mal sicher. Auch der Zufallswert gewesen sein. Moment. Das geht ja hier noch nicht so. Medizin, Paraheira. Gut, dass ich die immer dabei habe. So. Wieder einmal auflockern, bitte. Ich habe keine Lust, dass die Hälfte der Attacken hier daneben geht. So. Dann haben wir einen Doppelkampf. Das sehe ich gerade. Pokéfan Vanessa mit einem Mobile. Hier kann man wieder schön mit Funkensprung draufhauen, der trifft ja neutral auf den Stein-Pokémon. Ein Volltreffer reicht sogar für einen One-Hit. Ihr könntet ruhig mal ein paar Pokémon benutzen, die ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben. So. Den habe ich eigentlich an zweiter Stelle. Neo, glaube ich, oder? Ja, Neo, das ist sehr schön. Na gut, einmal Funksprung hier und einmal Wasserdüse hier. Flammenrad. Gut, dass ich den vorher bedroht habe. Okay. Darf ich hier noch gar nicht ins Leere tippen? Ab Generation 5 darf man das. Level 29. Ein Level braucht er noch, der Chris. TM27 Rückkehr. Jetzt haben wir die ja sogar zweimal. Wupan wieder nach vorne. Weil ich zwei will ich auch noch kaputt machen.
wieder einen Doppelkampf. Junges Glück, Ben und Nele. Ein Kramax und ein Traunfugel. Okay, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, du gehst auf das Kramax und du haust in der Zwischenzeit das Traunfugel um. Schon einen Knirscher hat, sollte man ihn auch benutzen. Oh, und da ist Level 29 für Neo. 3 Angriff kriegt er wieder dazu. Der hat inzwischen ein gutes Stück mehr Angriff als Spezialangriff. Er versucht Agilität zu lernen. Also bitte, du bist so verdammt schnell. Du brauchst keine Agilität. Mein Bojelin hat eine Init Base von 115. Der braucht keine. Wasserdüse hat er oben drauf auch noch. Level 27 für Wendigo. Okay, der kann so allmählich mitkämpfen. Ich glaube, ich nehme ihm jetzt einmal mal den EP-Teiler ab. Und tausche ihn mal nach vorne. Natürlich kommt dann nochmal ein wildes Pokémon. Naja, der dichte Nebel. Den müssen wir hier jetzt erstmal wieder ganz kurz wegmachen. Okay, hier kriegen wir ein Schutzband. Glaube ich auch noch irgendwas Tolles, oder? Ein Bandsticker. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Zubat. Ja. Wer hätte es gedacht? So. Nachdem ich ja das Schutzband gerade bekommen habe. Wir haben sogar einen Schutz dabei. Das gebe ich mal Bandigo zum Tragen. Der hat ja sonst nichts. Haben wir eigentlich hier irgendwas, was uns nützlich ist, was man jemandem zum Tragen geben kann? Oh, Moment mal. Die Furchttafel ist für Unlichtattacken. Dann gebe ich die jetzt einfach mal Neo. Und den Seegesang, den gebe ich inzwischen einfach mal Wupan. Noch irgendwas, solche Attacken haben wir nicht, keine Giftattacken, keine Drachen. Ich brauche gerade keine Zuneigung wirklich, nö, sonst haben wir nichts. Schutzband merkt man schon. Oh, ich habe jetzt direkt das Item hier vergessen. Ein ovaler Stein, den braucht man, um von Naira zu Shanera, glaube ich, zu entwickeln. Oder war es Shanera zu Hytara? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war von Naira auf Shanera. So, ich bin aber sowieso schon wieder am Ende von meinem Part angekommen. Ich heile jetzt nur noch schnell die Pokémon. Und dann lasse ich Kotu jetzt wieder weiterspielen. Der darf sich dann auf den Weg nach Schleierde machen. Okay, ich verabschiede mich dann mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!